ich habe heute total Bock auf Waffeln. Und ja, normalerweise hat man ja Waffeln immer so in Erinnerung, dass sie ziemlich fettig sind und viel zu süß und unglaublich dick machen. Ich habe hier gerade mal 100 Gramm Haferflocken, 240 Milliliter Pflanzenmilch. Ihr könnt aber auch Wasser und eine Banane pürieren, das geht genauso. Dann eine Prise Salz. Dann Süße nach Wahl. Ich habe hier Fladrops. Ihr könnt aber auch natürlich Zucker, Kokosblütenzucker, Stevia. Ihr könnt nehmen, was ihr möchtet. Ja. Und ich habe, weil es Weihnachten ist, bald noch ein bisschen Spekulatius-Gewürz. Als erstes gebe ich einfach mal hier alle Zutaten in einen Blender. Also die Milch. Dann eine Prise Salz. Wirklich nur eine Prise. Dann Fladrops, so viel wie ihr mögt. Ups, jetzt ist das reingefallen. Fladrops, so viel wie ihr mögt. Das muss ich jetzt erstmal reinigen. Und ein bisschen Spekulatius-Gewürz. Und was bei mir immer noch nicht fehlen darf, ist Zimt. Den habe ich jetzt vergessen, mir herzugeben. Zimt. So, das püriere ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Ganze ist püriert. Jetzt öffne ich hier mein Waffeleisen. Ich gebe da auch gar nichts rein, kein Fett, nichts. Und jetzt gebe ich hier so eine Portion einfach mal da rein. Und mache das dann einfach zu. Und backe mir meine Waffel. Gebäckt. Und ich richte mir jetzt hier schon mal einen kleinen Obstteller zurecht. Ich habe mir hier jetzt schon fertig geschnittenes Obst gekauft vom Obsthändler und ja, richtig, man kann Banane nehmen, Kaki, Orangen und ich habe heute total Lust auf Ananas und Kiwi gehabt und deswegen richte ich mir da jetzt einfach hier so einen kleinen Obstteller zusammen. Das ist ja auch schon die erste Waffel, die ging jetzt richtig problemlos raus, das freut mich dann immer, weil wie gesagt, die erste, die wird oft nichts und ja, da nehme ich mir jetzt einfach so eine Gabel her. Und nehme die so vorsichtig hier raus. Und dann habe ich meine erste Waffel. Und freue mich jetzt, nächste lasse ich dann vielleicht ein bisschen länger backen. Und das wären dann auch so 3 Waffeln. Genau. So, die nächste, die ist ein bisschen dunkler geworden und knuspriger. Und so mag ich sie auch am liebsten. Also wie gesagt, die erste ist ein bisschen hell. Und die nächste, die ist jetzt richtig knusprig. Und dann mache ich mir noch eine dritte. Und dann habe ich hier ein richtig leckeres Frühstück. So, und so sieht dann ein leckeres Frühstück aus. Also wie gesagt, 100 Gramm Haferflocken, ein bisschen Milch und ganz viel Obst und Gewürze. Und das ist schon alles. Wer möchte, kann natürlich noch Puderzucker, Sirup, also Ahornsirup, Kakao in den Teig geben oder oben drüber geben. Aber mir genügt das jetzt so. Und es schaut doch mal richtig lecker aus. Wenn ihr euch weiterhin solche Quick-Tipps wünscht und solche super, super einfachen Frühstücksrezepte oder überhaupt Rezepte, dann schreibt mir doch. Ich würde mich freuen und ja, sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!